Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte über das Grab von Abu Hanifa. Al-Dhahabi, rahimahullah, ist ein großer Historiker, einer der größten Historiker der muslimischen Welt und hat jetzt dieses Grab beschrieben. Er sagte, und es wurde ein Riesenmausoleum erbaut. Nicht, dass er das bestätigt jetzt und gut heißt, Al-Dhahabi, sondern er beschreibt die Situation. Es wurde ein Riesenmausoleum erbaut in Bagdad. Also schon sehr, sehr lange, gibt es immer noch heute. Und wird auch, also einige pendeln, pilgern dorthin. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Ja, das ist ein gewaltiger Fehler, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder wie die Sahabe überlieferten, er hat es untersagt, dass man Gräber baut, also pompös oder erhebt, und dass man Mausoleen errichtet. Ja, das ist verboten. Ja, und deswegen ist dies ein Fehler. Und Abu Hanifa, rahimahullah, selbst war gegen diesen Gräberkult, ja, dieses Verherrlichen der Toten auf diese Art und Weise. Natürlich, Dua machen ist gut, aber dass du jetzt pilgerst zu einem Grab oder dass du ihn anflehst, diesen Verstorbenen, das hat Abu Hanifa rahimahullah ta'ala und die hanafitischen Gelehrten wie Qadi Abu Yusuf und die anderen haben das natürlich vehement untersagt. Aber die Leute danach haben dann dieses Mausoleum erbaut, gibt es immer noch heute.